Hoffentlich checken die nicht, dass meine Käppi aus Türkei ist. Ja, ne, Gucci gefälscht aus Türkei, Kai, Kai, Kai. Brille, Ahmed. Servus, Freunde, was geht ab? Ich bin's, Vati, wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video, / Review. Freunde der Sonne, einmal Trommelwirbel. Willkommen. Auf jeden Fall, heute habe ich einen Bluetooth-Lautsprecher von der Marke Teufel. Ja, ja, Teufel. Jani, ich habe das auch selber bezahlt. Jani, mit einer Freundin. Schöne Grüße. Nachher reden wir mehr, Freunde der Sonne. Ende des Videos. Jetzt erstmal das Unboxing. So, Damen und Herren, der Bamster Pro von Teufel. So sieht das Prachtexemplar aus. Richtig edel. Die Verpackung Chocuzel. 100% Aroma. Ich will nämlich den Butterfly für Arme. Es schnibbelt, zersägt, schneidet jede Box. Dann macht er... Und dann klicke ich das mal auf den Tisch, dann zeige ich euch das mal wie eine Präsentation. Okay, das ist der Karton, wo das so drin ist, also so rausziehst. So, boah, Alter, wie geil ist das denn? Da, Plastik, Spaß, Plastik in deinem Kopf. Damen und Herren, der Bluetooth-Lautsprecher von Teufel, der Bamster Pro, ja, ja, krass. Das ist wie in einem Guss, dieses Aluminiumgehäuse, richtig kalt und richtig edel. Fühlt sich super an. Guck mal, man merkt das sogar... Jetzt Fingerabdruck. Ja, nee, weil das edel ist. Und die andere Seite steht nochmal Teufel. Hoffentlich sieht man das. Richtig geil. Hier ist ein USB-Typ. Keine Ahnung, einfach Mini-Micro-USB oder Mini-USB, keine Ahnung. AUX-Kabel. Und hier unten sind die Bassverstärker-Dingsbums. Da gibt es richtig Dröhnung. Und hier vorne sind die Mittelhochtöner oder sonst was, wie die Scheiße heißt. Also der, da kommt die Lautstärke und so weiter raus. Ne? Das heute ein ganz spezielles Unboxing ist für meinen Habibi. Reingeschissen. Auf jeden Fall, was haben wir denn hier noch? Ah, das ist die Docking Station. Oder so in der Art heißt das so. Aufladestation. Es gibt keine 0815 Dingsbums. Das legst du hin, zum Beispiel in die Vitrine. Und da steht eine Steckdosenbuchse. Vati, warum redest du in Double Timer, Mann, Agoya? Auf jeden Fall, das machst du so rein. Und wenn du Akku leer ist, tust du einfach oben drauf. Zack, zack, Bannerback. Und ja, lässt aufladen. Nach ein paar Stunden geht es dir die Dröhnung weiter. Ja, nee, Jackpot, Alter. Scheiß mal auf diese Oldschool-Shit mit Kabel so. Machst einfach das da drauf. Zack, zack. Und dann gib ihm. Ja, nee, gib ihm. Geht so an. Hier unten der Knopf gedrückt halte. Wow. Alter Schwede, was hat denn? Oh, okay. Guck mal, wie geil. Das ist der rote Ring. Guck mal, ey, geil, wenn man laut leise macht. Pass auf. Guck mal, dann geht der Ring auch wegen kleiner. Jetzt ist er weg. Jetzt wieder laut und dann wieder full Ring. Na, Ben Gay. Ben heißt ich, also, oder Ben, ja, ich gay, also, naja, Ben Gay. Ben, ich, reingeschissen, ey, was mache ich da überhaupt? Auf jeden Fall, das ist so groß wie mein Butterfly und ein bisschen kleiner, aber, so, pass auf, zack, zack, Bannerbug, Onbug. So, ist das jetzt verbunden oder nicht? Warte mal, ich teste mal. Spotify Playlist aktivieren. Warte. Oh, Lautstärke ist an. Oh! Yeah. Es sind reingeschissen. So bin ganz ehrlich, der Bass. Mies, mies. Der Bass ist zu krass. Vielleicht ist das ein Tick zu leise. Ein Mini-Tick. Aber wenn du so kleine Wohnung hast, dann verteilt sich das sauber. Ich habe das jetzt in der Hand. Weißt du, wenn du es so jetzt in die Vitrine stellst, dann ist hinten so Schutz und so weiter. Dann geht der Lärm von der Seite mehr. Bedeutet, noch mehr Dröhnung. Ja, nee, weißt du, was ich meine? Also, wenn du verstehst, was ich meine. Habe ich schon sauber in der Mund hier. Hier, Kapital Bra. Wie laut. Und vergiss nicht... Ah, sorry, das ist Spotify. Spotify ist ein bisschen leiser noch. Ja, nee, jetzt mache ich meine eigene Playlist an, hier, JBG. Aber bevor ich das anmache, lass erstmal kurz mal Kapital hören, wenn wir schon den anhaben. Sorry. Ey, sogar habe ich die Gucci-Cap an. Krass, eine Kapital auch. Aber der hat Original, ich habe aus Türkei. Türkei. Also, ich finde es geil. Jetzt mache ich das Song jetzt an übers Handy. Spotify, wie gesagt, jetzt habt ihr gehört, die Qualität. Jetzt müsste ich eigentlich Kapital-Song anmachen, damit ihr den Unterschied merkt. Pass auf. Merkst du schon den Unterschied? Guck
guck, okay, ihr habt das gecheckt jetzt, ne? Das ist meine Cloud, jetzt gehe ich Spotify wieder. Pass auf, ich will, dass die Vergleich euch zeigen, wie Spotify diese Lautstärke verschlechtert, so gesehen. Guck. Oh, sorry, das war nicht Spotify. Jetzt. Guck, Spotify. Okay, ich mach Pause. Habt ihr gehört jetzt? Checkt es ab. Vielleicht merkt man das an dieser Kamera nicht, dann ist es mies. Jetzt mache ich die App an. Pass auf, also mein eigenes Samsung von Samsung. Guck jetzt. Wieder von Anfang. Merkst du das? Also ist, sagen wir mal, wenn 15 maximal Lautstärke ist, kann diese normale App, also wenn du es über normale Handy Musik anmachst, also wenn du es auf MP3 oder sonst was halt, ist das auf 17, 18. Also ein paar Lautstärke stärker, verstehst du? Klären, dass es noch besser geht, wenn man diese Tricks anwendet. Nur Tipp. Und ich sage, ich bin ganz ehrlich zufrieden. Scheiß drauf, jetzt mach ich nächsten Song an, Game Changer. Okay, nächster Song, damit wir so ein paar verschiedene Songs, damit ihr auch selber Eindrücke findet. Versteht ihr? Eines Tages. Raumeinstellung, da geht's leiser. Da ist der Bass anders. Wenn du Raumeinstellung machst, ist die Qualität besser. Pass auf. Merkst du? Merkst du? Okay, warte, mach ich mal mittendrin an. Aber diese kleine Box hat in sich, das bedeutet, das ist eine Outdoor-Box. Bedeutet, wenn du diesen Knopf drückst, ist es automatisch lauter. Ja, nee, er gibt dir noch einen Bonusschub. Und hier an der Seite ist noch ein Knopf, dann ist der Akkubalken. Bedeutet, wie viel Akku es hat. Ja, nee, es hat Tricks, Alter, das ist richtig geil. Hier. Geht nichts. Ah, doch. Texte? Die kannst du auch ausandrücken. Habibi, ein Ding, das ist ein Allrounder. Bedeutet, das hat alles. Das hat sich nicht spezialisiert in nur eine Richtung. Yani, mehr auf Bass, mehr auf Klang, also Lautstärke. Nein, es ist ein Outdoor-Gerät, was du auch zu Hause benutzen kannst und einen Raum komplett füllen kannst, Yani. Bedeutet, Jocuzel, ein Allrounder in dein Gött. Auf jeden Fall, Freunde Sonne, das war's mit dem Unboxing. Auf jeden Fall schöne Grüße an dich, Bruder Alex. Das ist dein Weihnachtsgeschenk von Mia, der Esel nennt sich zuerst, und von Ramona. Schöne Grüße und lass knack weh, du machst Auge, sonst komme ich rüber zu dir nach Hause und gib dir einen osmanischen Tritt nach Silvester, ja, nee, ins neue Jahr eintritt. Naja, egal. Und ja, Freunde Sonne, ich habe schon so viel Sabber im Mund, weil ich nicht mal schlucke. Reingeschissen. Auf jeden Fall. Ja, das war's mit dem Unboxing. Abonniert diesen Kanal. Check die Videobeschreibung ab. Eine Hand wäscht die andere Hand. Du weißt, denn gute Musik muss unterstützt werden und Baba Anlagen mit Herz sogar. Du weißt, das ist unser Motto. Und ja, das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten und ja, Peace. Euer Fatih reingeschissen. Oder Brille Ahmed.